Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die absolut bombastic Side-Eye gibt auf unser neugeborenes Baby, unsere süßen Celeste. Und sie sieht sehr zufrieden aus, was mich sehr freut. Ebenfalls... Look at the new house. Look at it. Wir haben auf jeden Fall genug Geld zusammenbekommen, dass wir ein Haus bauen konnten. Und jetzt müssen sie nicht mehr ganz so verängstigt sein. Denn die kleine Maus ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen geschützter. Sie legt sich jetzt erstmal schlafen. Und eventuell werden wir heute auch noch das kleine Baby altern. Und dann auch umstylen. We will see. Niemals gut genug. Babe Girl. Warum kackt sich das Kind die ganze Zeit ein? Erziehungslevel 3. Was ist denn da los? Oh mein Gott, dieses Kind. Alle 3 Sekunden hat das irgendein Problem. Ich meine, so ist das halt mit dem Kind. Aber... Ah! Jetzt wird sie schon wieder von der Kuhpflanze gefressen. Ich kann das alles nicht mehr. Dieses Spiel macht mich einfach nur fertig. Ja, geh bitte duschen. Angst vor Kuhpflanzen. Mann. Wir können ein paar Sachen weiterentwickeln. So viel Angst vor Pflanzen? Entschuldigung! Was? Kann ich das bitte wegcheaten? Also. Sie kann doch keine Angst vor Bertha haben, Mann. Ist das dumm, ey. Also, wir haben ja schon genug Struggle. Wir müssen jetzt hier nicht noch mehr haben. Und sie würde gerne mal wieder tanzen gehen. Kann ich auch nachvollziehen, aber wir haben jetzt gerade nicht so die Möglichkeiten. Wie stressed willst du sein? Sie ja. Die Kind ist gerade noch nicht mal wach. Ja, wollen wir mal versuchen, Jeremy einzuladen? Er möchte lieber nicht kommen. Schade. Also möchte er sein Kind auch nicht kennenlernen. Ich meine, wir können es vielleicht Luna vorstellen. Ich meine, hätten wir wenigstens potenziell mal jemanden, der vielleicht gucken könnte. Also, wir müssen 274 Rechnungen zahlen. Das geht aber. Ah, Sophia denkt sich so, hi, ich komme auch. Hi, ne? Sie so, ich habe hier noch was ich dir zeigen wollte. Aber klar, wir können natürlich erstmal hier Party machen. Warte, wenn wir das so mitten in den Raum stellen, ne? Kann man die doch wirklich vorstellen, oder? Celeste heult erstmal. Wenn sie Luna sieht. Ich meine, das ist jetzt auch das erste Mal, dass sie das Haus sehen, ne? Es ist hier ganz besonders alles. Oh mein Gott. Das ist erinnerungswürdig. Dann hat sie sich schon wieder eingeschissen. Mein Gott. So viel Dreck, wie hier entsteht, ne? Mit so einem Kind. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, offiziell kennt das Baby, glaube ich, Sophia noch nicht. Deswegen stellen wir sie auch nochmal vor, damit die zumindest schon mal in dem Beziehungspanel drin sind. Ich habe vergessen, dass wir einen Crush auf Sophia haben. Es ist einfach alles wild. Und jetzt sagt sie auch so, ja, sie würde halt auch gern wieder mal Party machen und so, aber es ist halt gerade schwierig. Ja, Amaya verschwindet aus dem Rampenlicht, das ist mir klar, aber was soll ich denn tun? Also sie kann eine Instagram-Story posten, aber das war es halt auch irgendwie schon, ne? Mit meinen Besties! Alle lieben es. Yay. Ich meine, die beiden sind ja jetzt hier, ne? Was, wenn wir die einfach beauftragen, auf Celeste mal aufzupassen? Und wir machen mal unseren Job. Ich meine, wir haben jetzt ja auch eine Anstellung. Aber so viel Geld wird da ja wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Und außerdem möchte sie ja auch für Singen bekannt sein. So, die fragen sich jetzt alle so, hä, sie war vor lange nicht hier, was ist da los? Aber sie möchte ja gerne weitermachen damit. Ich hate es so sehr. Okay, sie fühlt sich jetzt gut genug. Dann auf geht's, ab geht's. Och, Mann. Jetzt fühlt sie sich zu unwohl. Kannst du aufhören, mit diesen Leuten zu reden? Dann chattet sie vielleicht einfach mal mit Jeremy. Mal schauen, ob sich da was ergibt. Sie möchte auch was Aufregendes erleben. Es ist gerade alles ein bisschen schwer. Gut, dann soll sie einfach wieder nach Hause gehen. Mal ein bisschen mit ihm gechattet. Also es geht denen auf jeden Fall wieder ein bisschen besser. Vielleicht hat sie einfach mal so ein bisschen erklärt, wie die Geburt ablief und dass das Kind jetzt Celeste heißt, dass es ein kleines Mädchen ist und dass er sich bestimmt freuen würde, ihren Daddy kennenzulernen. Ich bin so gespannt, ob das irgendwie dann doch nochmal ein Happy End zwischen denen gibt, weil an sich haben die ja eine gute Kompatibilität und so. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn Amaya auf jeden Fall einfach happy ist. Ob es mit ihm ist oder mit irgendwem anders. Es wäre schön, wenn die eine Happy Family hier in irgendeiner Form haben könnten. Gut, gearbeitet haben wir jetzt vielleicht weniger, aber da wir zu Hause keinen Computer haben, ist es vielleicht gut, wenn wir da jetzt mal ein bisschen Kontakte knüpfen konnten. Sie war natürlich nicht bei der Tagespflege, Sophia und Luna war natürlich da, ne? So, wir bezahlen jetzt einfach mal die Rechnung, weil das sehr wichtig ist. So, und hier haben wir noch unsere letzten Müllpflanzen. Und jetzt machen wir keine mehr, jetzt schmeißen wir den Müll immer direkt weg. Das können wir jetzt theoretisch ersetzen, mache ich jetzt auch einfach mal. Und das hier können wir wegschmeißen. Bäh. So, perfekt.
Und dann gibt's was zu essen. Es ist 7 Uhr und sie ist so kaputt. I'm so sorry. Es freut mich übrigens, dass euch das Haus auch gefällt. Auch wenn es natürlich noch nicht ready für irgendwas ist. Aber ich denke, dass es ein guter Grundbau ist für das, was da noch kommen mag. Bräuchten echt irgendwie mal was, was Musik oder so macht, damit sie halt hier auch dancen kann, ne? Weil sie liebt das ja auch. Und wir wollen ja diese Station ja auch kaufen und so, damit sie Videos machen kann, damit wir auch mehr Geld kriegen. Aber die kostet halt so viel. Es ist alles so anstrengend. Ja, ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach auch schlafen. Weil was soll sie denn sonst tun? Also, sie ist einfach dead. Sie hat gerade nichts vor. Das Kind wird wahrscheinlich eh gleich wieder aufwachen. Also, gönn dir den Schlaf. Ich habe gehört, du und Celeste seid jetzt gute Freunde. Ich hoffe auch, dass die Beziehung zwischen denen schön wird. Auch wenn es jetzt noch sehr nervtötend ist. Freundschaftliches Ungleichgewicht. Oh. Lebensstil in Gefangen. Enger Zusammenhalt. Haben wir zu viele Freunde oder zu wenig? Viele, ne? Aber wir haben auch eigentlich nichts mit Sergio zu tun. Es ist gemein. Ich finde es so dumm, dass man nicht beides auf einmal rasieren kann. Man muss es einfach einzeln machen. Aber ich will beides rasieren. Also Arme und Beine jetzt in dem Fall. Weil sie ist ja jemand, der darauf achtet. Oh mein Gott, die Paradiesvogelpflanzen sind upgegradet. Oh mein Gott, warum wurde das jetzt zurückgesetzt? Dieses Spiel macht mich fertig. Weißt du, ich habe sie gerade... Kein Geld für uns heute. Sie hat auch gar keinen Spaß gerade. Also sie kriegt 99... Nee. Sie kriegt etwas über 100 Simoleons von der Arbeit, wenn sie dann die ganze Zeit da ist. Ist okay. Also ich meine, es ist besser als nichts. Uns wird das auf jeden Fall gut tun. Der Geburtstag von Celeste naht, genau. Der ist nämlich morgen. Und es schaut so aus, dass wir das in diesem Part schaffen, was ich sehr cool finde. Weil ich freue mich ganz doll. Auch das Umstyling. Warum guckt sie sich das jetzt an? Girl, du hast da vorher drin gewohnt. Achso, das macht ihr Spaß. Weißt du, was dir auch Spaß macht? Ein bisschen joggen gehen. Das tut dir gut. Außerdem möchte sie einen höheren Level der Fitnessfähigkeit erreichen. Also, let's go. Das Wetter ist ja auch schön. Es ist vielleicht ein bisschen frisch. Aber da kann man schon mal joggen gehen. Hä, macht dir Fitness keinen Spaß? Ich dachte, nö. Okay, da nicht. Ich dachte, das macht ihr Spaß. Aber singen macht ihr Spaß, oder? Weil dann kann sie ja auch einfach singen üben. Zu Hause. Ach nö, sie fühlt sich so schlecht dafür. Gut, dann nicht. Nie funktioniert irgendwas, was ich hier plane. Ah, mit Bertha spielen? Das ist okay für dich. Klar, dann mach halt das. Fühlt auch ihr Sozialbedürfnis. Bertha ist einfach unser Girl. Sophia möchte vorbeikommen. Können wir auch gerne machen. Elaine läuft hier gerade mit einem Buch rum. Aber das heißt, dass sie jetzt definitiv dieses Haus gesehen haben muss. Die kontrollieren sie echt von vorne bis hinten. Ich meine, irgendwie ist es ja auch schön. Sie geben jetzt mehr Freiheit, aber schauen natürlich trotzdem, dass es ihrem Kind anscheinend gut geht. Ja, also ich sehe das sehr zwiegespalten. Aber früher oder später hoffe ich auch, dass die wieder zusammenfinden. Das ist ja echt unser Ziel. Es wäre schade, wenn die nie wieder zueinander finden würden. Hi, Girl! Oh mein Gott, nicht Anmachspruch. Das wollte ich gar nicht drücken. Warum ist sie so kokett? Okay, sie hat keinen Crush auf uns. Ich meine, wir können ja mal fragen, ob sie Single ist. Ich will das gar nicht. Also sie ist Single. Nee, ich glaube, ich versuche da jetzt nichts zu initiieren. Ich will, dass sie nur Freunde sind. Versuch mal, über Sophia hinwegzukommen. Okay, sie denkt jetzt nicht mehr romantisch an Sophia. Also in der Phase, es macht auch gar keinen Sinn einfach, ne? Sie hat gerade ganz andere Prioritäten, vor allem Celeste. Ich meine, sie hat ja noch zwei andere Leute, die sie toll findet. Also vielleicht sollte sie einfach hier bei der Freundschaft bleiben. Ich glaube, das tut wirklich gut, eine Freundin zu haben, die für einen da ist. Auch in schwierigen Zeiten. Und das ist Sophia definitiv. Also von daher, das ist schon gut hier mit den beiden. Die drücken sich auch die ganze Zeit und so. Also wie süß seid ihr denn? Das ist meine Girl-Friendship. Warum haben die jetzt Minus bekommen? Luna ruft an. Ich kenne das alles nicht mehr. Sie sagt jetzt nochmal, dass sie uns echt toll findet. Und dass man es vielleicht nochmal miteinander probieren sollte. Aber ich finde es gerade irgendwie schwer zu sagen, was Amaya jetzt tun würde. Ich würde grundsätzlich sagen, dass sie erstmal sagt, lass uns einfach nur Freunde sein. Zumindest für den Moment, weil sie eben gerade einfach gar keine Zeit hat, sich um Liebe oder so zu kümmern, sondern dass sie einfach, ja, hauptsächlich eben für Celeste sorgen muss. Deswegen, das sagt sie ihr jetzt halt auch einfach. Ja, ich weiß trotzdem nicht, wieso sie so kokett ist und das macht mich ein bisschen fertig. Ja, aber kann das nachgucken? Steht einfach nur, derzeit kokette sollte unsichtbar sein. Schwarm, Schwärmerei. Was liegt ja nicht an uns, weil sonst würde das ja angezeigt werden. Aber sie scheint einen Crush auf jemanden zu haben. Es ist sehr spannend hier. Geht sie jetzt joggen? Oh Mann. Wir behalten das mal im Auge. Aber wie gesagt, Romantik hat hier keine Priorität zurzeit. Aber guckt sie euch an.
Sie ist schon gerade recht zufrieden. Zumindest, naja, sie ist gestresst wegen der ganzen Situation und so, aber sie hat ihr Baby lieb. Kann man ihr nicht nehmen, ne? Sie versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Heute ist dann ja auch ihr erster Arbeitstag. Das wird auch ein bisschen wild. Das erste Mal Struktur seit Ewigkeiten. Tschüss, Sophia. Ich bin so gespannt, wie das wird alles, ne? Weil hier ist irgendwie alles wild. Egal, was wir machen, immer passiert irgendwas komplett Unvorhersehbares. Amaya muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ah! Da passt natürlich auch wieder. Nein, warte. Ich habe diese Mod runtergeladen. Babysitter engagieren? Fragen wir Luna. Ich weiß nicht, ob das bei Babys schon klappt, aber wir machen es einfach trotzdem. Kostet zwar Geld, aber ich finde es halt realistischer. Ich habe die extra runtergeladen für diesen Spielstand, damit das Baby nicht in der Tagespflege landet. Weil auf Dauer fällt es halt einfach auf, dass sie Amaya ist. So. Vor allem, wenn sie dann wirklich an Bekanntheit noch wieder gerät. Und sie möchte ja das Baby erstmal möglichst geheim halten. Natürlich kann ich heute babysitten. Celeste wurde zur Tagespflege geschickt. Why? Aber für den Fall der Fälle, sobald sie ein Säugling ist, müsste das klappen. Schaufensterdeko. Amaya soll das Schaufenster gestalten. Jetzt kann sie ihrem Boss zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Leider sollen heute ratzfatz Windeln ausgestellt werden. Soll Amaya sie einfach ordentlich in einer Kiste stapeln oder ein kreatives Design wählen? Kreativ, oder? Wow, das Design von Amaya zieht alle Blicke aus. Es war nicht leicht, die Kurven eines Babypopos mit viereckigen Kisten nachzuahmen. Aber die rosafarbene Seite nach oben zu drehen war eine brillante Idee. Die Ratzfatz-Windeln sind ratzfatz ausverkauft. Ah! Sehr schön. Das heißt, der erste Tag funktioniert sehr gut mit ihr. 132 hat sie mitgebracht. Sehr, sehr gut. Aber sie ist jetzt auch extrem müde. Sie würde gerne mit Jeremy plaudern. Kann ich gut nachvollziehen. Geh einfach schlafen. Good night. Sie macht sich jetzt erstmal fertig. Und danach lassen wir sie altern. Ja, weil wenn sie happy ist, dann ist es natürlich auch schon mal ein bisschen besser. Warum geht sie jetzt mit dem Grillkäse dahin? Why? Na gut, dann ist das wohl so. Oh, die kleine Mausi, ey. Ich bin so gespannt. Okay, wir randomize natürlich wie immer. Natürlich ist sie gefühlsstark. Ist doch klar. Ich meine, es ergibt Sinn. Die ersten Tage, Fragezeichen, hat sie draußen gelebt. Na gut. Oh mein Gott, aber die Frisur ist so süß. Die behalte ich 1000%. Also, oh, I love her. Ja, ab in den Create a Sim 20 Tage. Oh mein Gott. Wir kriegen das hin, bestimmt. Maus. Da wir jetzt ja auch ein Haus haben, kann sie sich natürlich Kleidung leisten. Ne? Das ist vielleicht alles Secondhand, I don't know. Nein, aber so teuer ist ja viel Babykleidung auch gar nicht. Und ich finde sie so süß, aber sie guckt irgendwie ein bisschen böse. Ich glaube, das kommt von ihrem Vater. Aber ist okay. Auf jeden Fall ist sie sehr süß. Das ist ihr erstes Alltagsoutfit. Das ist ihr zweites, weil wir sind ja jetzt ja am Ende vom Frühling. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen luftigere Sachen tragen. Dann, das ist ihre Abendkleidung. Finde ich sehr, sehr süß. Ich gebe denen immer Strumpfhosen und so, weil in echt würde ich das auch machen. Wer seine Kinder in dem Alter ohne Strumpfhosen rumlaufen lässt, ist gewagt. Dann habe ich auch zweimal Schlafkleidung, einmal ein bisschen was Dickeres und eben etwas, was nochmal ein bisschen freier ist. Zweimal ein Body halt, ne, finde ich persönlich am angenehmsten für so Kinis. Kindies, hm? Denn ihre Partykleidung ist sehr, sehr süß. Mal sehen, ob wir die je sehen werden, aber es ist trotzdem süß. Dann ihr erstes Sommer-Outfit. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt ja Sommer wird, werden wir das vermutlich ein bisschen öfter sehen. Und sie hat noch ein zweites Sommer-Outfit,
beides mit dem Hut. Dann ist sie ein bisschen schwerer zu erkennen und es ist gut, wenn die Kinder geschützt sind vor der Sonne. Und dazu diese wundervollen Schüchen. I love it. Und dann ihre Winterkleidung. Ich brauche irgendwie mehr Sachen für Säuglinge, weil ich gebe denen irgendwie immer dieselben Sachen. Gerade so Winterjacken oder sowas. Sowas bräuchte ich irgendwie mehr. We will see. Ich werde bestimmt demnächst mal irgendwie Sisi shoppen gehen oder so. Aber ich finde sie sehr, sehr süß. Ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Ich bin gespannt auch, ob wir uns jetzt ein Bett leisten können für sie. Aber wir können ja das hier verkaufen. Dann bestimmt. Als ob ich sie bewegen kann. Oder ist das nur der Teppich? Ich weiß es nicht. Das günstigste Bettchen ist das hier. Ich glaube, das nehmen wir auch. Es ist jetzt nicht besonders hübsch, aber darum geht es ja jetzt auch gerade gar nicht. Ich finde dieses mit dem Hellblau, ehrlich gesagt, sehr süß. Das passt ja dann auch von den Akzenten her. Und wir können uns tatsächlich eine Spielmatte leisten. Toll. Ich weiß, dass es nicht unbedingt nötig ist, aber ich finde es halt einfach schöner. Oh, ich will das mit den Bärchen. Muss ja auch nicht unbedingt ins Kinderzimmer. Kann ja auch hier hin. Macht irgendwie nicht so viel Sinn, wenn da eine Glastür ist, ne? Dann ist es hier wahrscheinlich noch sicherer. Und den Rest sparen wir jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal genug. Hallo, du kleine Maus. Okay, Sophia ist hier trotzdem nicht in dem Panel drin. Das ist sehr gemein. Ah, nee. Luna ist da, glaube ich, nur drin, weil sie der Babysitter war, oder? It's fine. Aber look at them. Oh. Ey, wie süß kann man denn sein? Also wirklich, diese Säuglinge, die sind so cute. I love it. Die haben da echt tolle Arbeit geleistet. Können ja ein bisschen Kuckuck spielen mit ihr. Ja, sie ist so süß, ne? Ah! Sie hängt halt voll in ihren Haaren drin. Das ist ein bisschen wild. Ich habe auch gedacht, dass wir demnächst vielleicht Amaya ein kleines Umstyling geben. Weil ich meine, sie ist halt jetzt eine Mutti, ne? Dass man ihr zum Beispiel ein bisschen praktischeren Haarstil gibt. Vielleicht schneidet sie ihre Haare ja auch ein bisschen ab. Weiß man nicht so genau. Könnt mir ja eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da sehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass Amaya sich vielleicht auch mal zumindest ein, zwei neue Teile kaufen würde zum Anziehen. Weil ich meine, die ist jetzt ja bestimmt schon ein Jahr oder so. Vielleicht länger obdachlos gewesen jetzt, ja. Also von zu Hause weggelaufen. Sie hat halt seitdem nie irgendwie neue Kleidung oder so bekommen. Hat immer nur das angezogen, was sie halt mit auf die Flucht genommen hat. Und gerade so Secondhand-Sachen oder so, das kann man sich dann ja vielleicht schon leisten. Gerade, keine Ahnung, diese Kleidung, die halt schon ein bisschen abgenutzt aussieht oder so. Sowas kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich dann sowas besorgen würde. Einfach damit sie neue Sachen hat, die sie auch mal anziehen kann. Also eure Gedanken sind da natürlich sehr, sehr wichtig. Dann versuche ich das irgendwie mit einfließen zu lassen. Aber an sich ist die kleine Maus sehr, sehr glücklich. Sie fühlt sich geliebt. Ein Kind. Aber sie ist auch sehr müde. Dann legen wir sie doch einfach mal schlafen. Ich finde es richtig süß. Häufiges Niesen auch, du kleine Maus. Oh mein Gott. Bertha. No. Es ist ein trauriger Tag. Ich war beschäftigt. Sie ist hier zu gestresst für ihren Garten. Will sie mich verarschen? Alles ist ja, also, ne? Vielleicht fragen wir nochmal Jeremy, ob er vorbeikommen will. Warum ist sie denn jetzt schon wieder wach? Kannst du bitte einfach in die Haya gehen? Er kommt. Hi, komm rein. Vielleicht hat er den Chat ja ernst genommen. Vielleicht war ihm vorher auch gar nicht bewusst, dass das Kind jetzt schon da ist. Oh mein Gott, er macht erstmal Selfies. Hm? Wir können uns ja erstmal entschuldigen bei ihm. Ich möchte mich entschuldigen. Und er denkt sich so, wow, du hast jetzt ja eine eigene Hütte. Er ist sehr beschämt. Wir können ja über die Entwicklung des Babys reden. Was ja auch wichtig ist. Weil ich meine, es ist auch sein Kind. Es ist sehr, sehr schwierig zwischen den beiden gerade. Aber ich kann es auch verstehen. Es ist also ein gemeinsames, nicht gewolltes Kind. Also, das ist ja auch eine Situation, die ist ja nicht einfach so mal eben mit einem Sorry wieder in Ordnung. Aber wir können ihm ja mal sagen, dass er gut aussieht heute. Mal sehen, ob er auf den Flirtversuch eingeht. Weil das lief bisher ja immer besser als das Freundschaftliche. Guck, das findet er gut. Warum? Er hat jetzt irgendwas Böses gemacht, glaube ich. Hey, ich habe Brüste. Same. Das findet er gut, weißt du? Also, das ist doch bescheuert. I mean, wir können ihn ja einfach mal fragen wegen Rumschmusen. Also, muss man das vorher machen? Sagt er überhaupt ja? Nein, sagt er nicht. Okay. Aber sie hat jetzt trotzdem mal Kondome gekauft. Also, ist vielleicht mal wichtig. Wer ist sie denn? Das ist nicht den Zitter, den ich wollte. Erste Besucher. Hm? Feuer dich jetzt. Tschüss. So, wir hängen jetzt hier noch die Geburtsurkunde auf. Burger kann sie ja auch weitermachen. Liebt die Wegzeit. Oh. Häufiger Schluck auf. Okay, dann damit haben wir alle ihre Marotten sichtbar. Also, sie hat voll Hunger. Ih, schlechte Qualität. Oh Mann. Okay, und er geht. Oh mein Gott, Sophia, hi. Eleanor Sullivan, geh weg. Ich glaube, wir müssen für den Babysitter noch nicht mal was bezahlen eigentlich, ne? Ich lade jetzt einfach mal Jeremy ein als Babysitter.
Weil das ist ja so voll wichtig und so. Dass die sich kennenlernen, A. Und B, naja, also irgendwie müssen die sich das ja aufteilen. Und wenn das Baby schon bei ihr lebt und sie für das meiste aufkommen muss, dann kann er wohl wenigstens mal ein paar Stunden aufpassen. Luna will auch noch vorbeikommen. Was ist denn mit euch allen? Die haben jetzt eine voll gute Beziehung. Okay, das ist jetzt voll cheaty irgendwie, aber... Vielleicht hat er sich jetzt ja auch einfach nochmal überlegt. Oder er tut nur so. Wissen wir jetzt doch nicht so genau. Lass dich mal von deinem Dad füttern. Und du gehst arbeiten. Los jetzt. Dafür ist Jeremy jetzt da. Es ist doch ein Zitter da. Dieses Spiel macht mich manchmal fertig. Nee, verpiss dich. Wir können ihn ja mal anlächeln. Aber sie hat eine vollgeschissene Windel. Wie wär's, wenn du... Ich hasse die Babysitter so sehr. Warum? Es ist doch ein Babysitter hier. Ja. Er legt sie jetzt einfach dahin. Mit vollgeschissener Windel. Einfach schön. Garrett, Alter. Können wir abschließen? Für ihn? Abschließen für? Betreten verboten? Warum kann man nicht sagen, nur jemand bestimmt es nicht? Ich habe jetzt erstmal abgeschlossen. Wie bist du? Stapel die Kisten diesmal. Arcadia O'Brien, Alter, geh weg. Wir haben noch nicht mal was mit der zu tun. Wir haben sie nur einmal aus Versehen als Babysitterin engagiert. Oder muss ich dann Tagespflege drücken oder so? Ach, ich weiß doch auch nicht. Dieser random Babysitter kommt auf jeden Fall hier nicht rein. Ja, die kommen jetzt hier halt auch nicht rein. Das ist halt ein bisschen... Schließen einfach wieder auf. Ich meine, wir können ihn natürlich auch fragen, ob er unser Mitbewohner sein will, ne? Dann senken wir die Kosten. Er kann sich mehr ums Kind kümmern. Ich habe schon ein Zuhause, schade. Wir können ihm einfach mal gestehen, in ihn verknallt zu sein. Ich so, die ganze Zeit so... Ja, Romantik hat hier gerade keinen Platz. Ich jetzt so, Jeremy. Ich hasse es. Ach, egal. Okay, er findet es gerade auch nicht so geil. Ich lösche jetzt diese beiden Leute. Ich habe keinen Bock auf die. Nein, nicht in Cars. Sim löschen. Und diese Olle auch. Wir bitten ihn jetzt zu gehen. Und sie legt sich jetzt erstmal hin. Hey, aber dieser Garrett hat wenigstens noch einen Taco-Auflauf gemacht. Oh, sie hat ihren Lebensstil verloren. Und die kleine Maus ist wach. Und relativ happy, actually. Immerhin einer. Wie das Ganze hier weitergeht. Ich weiß es auch nicht. Werden die nochmal zueinander finden oder nicht? Eure Ideen zu dem Ganzen, wie gesagt, alles in die Kommentare. Wir schauen einfach mal, wohin uns das Ganze bringt. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ich hoffe, die kleine Maus gefällt euch auch. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!